Backpulver wurde schon um 1850 herum erfunden. In den Alltag der Durchschnittsfamilie ist es aber erst ungefähr 50 Jahre später eingezogen, durch den Vertrieb in kleinen Tütchen durch August Oetker. Seitdem ist es aus der Küche kaum noch wegzudenken und kommt in vielen Backrezepten zum Einsatz. Als Triebmittel macht es den Teig größer, lockerer und verbessert so auch die Verdaulichkeit des Gebäcks. Reinigungsmittel sind meist teuer und chemisch, dabei gibt es viele Haushaltsmittel, die sich bestens für die Reinigung bestimmter Dinge eignen. Unser Favorit ist der Alleskönner Backpulver. Lesen Sie hier, welche 5 außergewöhnlichen Dinge Sie damit säubern können. Nummer 1. Bügeleisen. Backpulver eignet sich, gemischt mit etwas Wasser und Essig, hervorragend zur Reinigung von Ihrem Bügeleisen. Hierfür die Zutaten einfach zusammenmischen und mit einer alten Zahnbürste die Bügelfläche schrubben. Zum Schluss mit klarem Wasser abwischen. Nummer 2. Geschirrspüler. Wenn Sie vor dem Anschalten ein paar Löffel Backpulver und ein paar Spritzer Essig in das Innere Ihres Geschirrspülers kippen, wird dieser im Nu sauber. Danach einfach einmal ohne Geschirr durchspülen lassen. Nummer 3. Matratze. Kaum zu glauben, aber Sie können Ihre Matratze wunderbar mit ein wenig Backpulver reinigen. Dazu einfach ca. 120 Gramm Backpulver mit ein paar Tropfen Lavendelöl in einem geeigneten Behälter mischen. Der Behälter sollte im Deckel ein paar Löcher haben, damit Sie das Pulver auf der Matratze verteilen können. Lassen Sie es für 15 bis 30 Minuten einwirken und saugen das Ganze dann wieder ab. Nummer 4. Boden. Für eine optimale Reinigung Ihres Bodens eignet sich Backpulver bestens. Dazu mischen Sie einen Esslöffel Backpulver mit nur ca. 30 Gramm Essig und 350 ml Wasser. Einen Lumpen darin eintauchen und am Wischmopp befestigen. Eine einfache und günstige Methode, den Boden zu säubern. Nummer 5. Kühlbox. Pünktlich zur Grillsaison können Sie Ihre Kühlbox jetzt kinderleicht säubern. Dazu muss die Box erst einmal nass gemacht werden. Dann streuen Sie nach Gefühl einfach ein wenig Backpulver hinein und schrubben das Ganze mit einer Bürste sauber. Am Schluss noch auswaschen und Ihre Kühltruhe erstrahlt in neuem Glanz.